Wendy ist ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr berühmt. Was macht sie in euren Augen so beliebt? Herr Torsteg. Frau Torsteg. Na, du bist ein Wendy-Mädchen. Du kannst das ja tatsächlich emotional richtig beantworten. Ich kann das nur aus der Beobachtung. Aber wenn wir die Minute noch haben, könntest du den Stuhl sag mal, stehen lassen? Sag mal, das ist ja schwieriger hier als bei... Was ist denn das echt? Dagegen ist Terrence Malick ja ein Scheißdreck. Den Stuhl so stehen lassen aber und schreib mich nicht an. Ein bisschen nach, ja, das ist was, so rüber? Genau, ja, das wäre super. Das wär super. Zu ihr eindrehen, wir, das ist genau. Einfach natürlich. Oh. Schade, das war so ein schöner Anfang. Aber so, naja. Jetzt alles kaputt gemacht, Interview ist vorbei. Ihr könnt doch da ansetzen. Also, ich glaube, das kannst du besser beantworten. Du bist doch ein echtes Wendy-Mädchen. Das stimmt. Ich kann das ja nur aus meiner Sicht beantworten. Für mich waren halt Pferde immer, das war so ein Zufluchtsort. Ich habe mich immer verstanden gefühlt und diese Wendy-Welt war so ein Kosmos neben der Schule, in der ich sehr viel Druck erfahren hatte. War das so ein Ort, an dem ich nichts darstellen musste, nichts leisten musste. Ich konnte mich tief entspannen mit meinen Pflegepferden. Und ich glaube, dass dieser Wendy-Mythos nicht umsonst seit 30 Jahren existiert und so viele Jahre auch überlebt hat. Und es zieht sich ja durch wahnsinnig viele Generationen auch. Und es gibt halt wirklich viele Pferdefilme, aber es gibt eben nur eine einzige Wendy. Und das ist sehr besonders. Welche Charakterzüge machen Sie zu einem guten Vorbild? Also Wendy? Nee, ich glaube also auf jeden Fall, dass sie versucht, ihren Weg zu gehen, dass sie wirklich auch eine eigene Meinung hat zu Sachen. Ich glaube, das ist bei all großen so Figuren für Kinder, also wie auch bei Pippi Langstrumpf und so, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man da so sich verstanden fühlt, auch animiert fühlt, so im gewissen Rahmen zu sagen, ich habe sehr wohl auch eine eigene Meinung, auch wenn die Eltern mal ein bisschen was anderes sagen. Ich glaube, dass so ein gesunder Widerstand und ein gesunder eigener Blick auf die Dinge sehr von Vorteil ist, grundsätzlich. Und glaube ich, gerade in jüngeren Menschen. Und wenn sich das so widerspiegelt in so Geschichten, und dann glaube ich, ist das ja immer egal, ob es Jungs oder Mädchen, immer etwas, was Spaß bringt. Mhm. Was war für euch der springende Punkt, mitzumachen? Naja, bei mir ganz klar, ich bin ein etwas älteres Wendy-Mädchen. Ich musste einfach dabei sein und hätte wahrscheinlich auch die Heugabel gespielt. Aber für mich war klar, ich muss das machen. Also es war so ein emotionaler Moment, als das Drehbuch kam. Für die Wendy hat es halt nicht mehr gereicht, aber immerhin für die Mutter. Und ja, das ist halt für mich einfach ein sehr emotionales Thema, wo ich dabei sein musste. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich wollte auch das Wendy-Mädchen sein, aber das hat dann... bei mir kamen zwei Komponenten dazu. Erstens, ich habe, glaube ich, meinen letzten Kinderfilm gemacht vor 15 Jahren, 16 Jahren. Also prinzipiell hatte ich Lust auf einfach Kinder- oder Familienfilm zu machen, sich da mal auszuprobieren wieder. Und in dem Fall kannte ich tatsächlich natürlich Wendy über meine Tochter, die jetzt aber ein paar Jahre älter schon ist, die ist ein bisschen aus diesem Wendy-Alter eben auch raus. Und irgendwie dachte ich, ach, da schließt sich so ein bisschen so ein Kreis. Also mein Kind ist jetzt ein Teenager, irgendwie ist da was abgehakt, ich kann noch mal was besuchen, an was ich mich noch gut erinnere. Als Eltern ist man ja so wahnsinnig, hängt man diesen Zeiten natürlich so auch hinterher. Weil das war immer was Besonderes. Also das kauften wir dann immer auf dem Weg, wenn wir irgendwo hinflogen oder so. Das gab es jetzt nicht irgendwie immer zu Hause. Und deswegen war das so eine ganz, ganz fundierte und profane Bauchentscheidung. Das war auch noch ein wichtiger Aspekt. Das ist eigentlich der allererste Film, den meine Tochter auch wirklich gucken kann. Das war auch noch ein großer Punkt. Was ist denn der große Unterschied beim Drehen eines Kinderfilmes? Eine Menge eigentlich, ne? Also, weil man sich so wahnsinnig auf die Kinder auch einstellen muss und in unserem Fall auch auf die vielen Tiere. Also, was ich wirklich wahnsinnig genossen habe, war diese zarte Achtsamkeit, die alle im Team sofort anstellen mussten, als das Pferd gekommen ist. Ja? Normalerweise sind Filmteams auch gerne laut und ruppelig, aber durch dieses zarte Pferd, was auch vor der Kamera natürlich auf dem Punkt funktionieren musste, mussten wir uns alle zurückstellen und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat man normalerweise eigentlich nicht. Ne? Also Dagmar hat auch sehr, unsere Regisseurin hat auch sehr für diesen sehr besonderen Raum gesorgt. Ja, musst du. Also sollte man grundsätzlich. Hier war halt auch die Aufgabenstellung so. Ohne das hätte das nicht funktioniert.
Ich glaube, was natürlich, das ist, was ist anders. Ich glaube, grundsätzlich ist der Ansatz immer der gleiche. Aber in dem Moment, wo du mit einem Gegenüber konfrontiert bist, wie einem Pferd oder eben auch jetzt mit einem sehr jungen Menschen, da ist die Reproduzierbarkeit nur bedingt das, was du da irgendwie, auf was du zielen kannst. Also du kannst es nicht so häufig unbedingt machen. Dementsprechend ist, glaube ich, auch die grundsätzliche Anspannung bei uns, so zu wissen, dass man vielleicht nur jetzt irgendwie so 2-3 Takes hat, in denen das wirklich auch gut funktionieren muss, führt vielleicht am Anfang eher zu einer größeren Angespanntheit, aber wenn man das überwindet, zu einer ganz großen Freiheit, weil man halt weiß, also entweder es funktioniert richtig gut oder es ist halt gar nichts. Dann muss man es halt einfach nochmal irgendwie nochmal neu mischen. Und ich glaube, diese Unmittelbarkeit, also nicht dieses Zerreden von Prozessen, also nicht dieses sehr analytische Herangehen und dieses eh schon sehr technisch Bestimmte beim Filme machen, tritt da automatisch, also nicht in den Hintergrund, du brauchst es ja auch, aber es wird nicht zum Thema, weil weder das Pferd interessiert sich großartig dafür, die Kinder hier hatten schon Erfahrung, aber auch da willst du willst ja nicht zu kleinen Maschinen erziehen. Du möchtest ja genau dieses noch sehr, das bisschen Grobe, das ganz Natürliche von denen ja eben auch bewahren, was man sich selbst ja auch bewahren möchte als Erwachsener. Da gibt es vielleicht nochmal andere Mittel. Aber dadurch, dass es da immer nur auf diese Unmittelbarkeit geht, der ersten Reaktion und auf was hört jemand und worauf achtet jemand, hat das was, ja, wie du gesagt hast, sehr, 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 sehr konzentriertes über das Normalmaß vielleicht hinaus, weil man eigentlich jeden Morgen in der Maske auch weiß, das ist jetzt, das muss so laufen. Also man kann da schwer aussteigen. Wenn man das tut, dauert das Stunden, bis dann die Kinder oder das Tier wieder da ist, wo man es gerne dann hätte, um dann halt die Szene eben vernünftig zu machen. Gibt es etwas, was auch ihr noch von den Kindern lernen könnt? Ja, ganz viel. Eigentlich das, was Benjamin alles gerade schon genannt hat, dieses Nicht-Zerreden, nicht aus dem Kopf, aus dem Intellekt heraus alles zu thematisieren, sondern dieses Unmittelbare aus dem Bauch raus, jeden Moment neu nehmen. Also es war spannend für mich mal wieder auch Jule zu beobachten, wie die jeden Moment neu für sich geschaffen hat. Und selbst wenn sie sich mal kurz verhaspelt hat, weil irgendwie eine Satzstellung schwierig ist, hat einfach weitergemacht. Und was ich auch an ihr bewundert habe, was ich mir wirklich mal abgucken kann, ist dieses, dass sie auch sich danach nicht mehr wirklich einen großen Kopf darüber macht, wie das jetzt war. Es war für sie, wie es war, sie hat ihr Bestes gegeben in dem Moment und weiter geht's. Ich tendiere, oder erwachsene Schauspieler, glaube ich, tendieren oft dazu, das dann noch im Nachhinein sich nochmal so, ja, zweiflerischer anzuschauen oder zu länger zu reflektieren, als es, glaube ich, Kinder tun. Die machen dann einfach weiter. Der nächste Moment ist da. Die nächste Situation halt. Genau. Also das ist, aber ich glaube, das ist so grundsätzlich sowieso etwas, was mehr und mehr mich immer mehr interessiert. Also in dem, was wir auch so machen, ist einfach, du hast eine Situation, spiel die Situation. Wenn du keine hast, wird es natürlich zum Problem. Mhm. Ja, das gibt es eben auch leider eben auch öfter mal in Drehbüchern, dass das nicht wirklich stimmt als Situation. Und das tun die Kinder, das ist ein Raum. Dieser Raum ist bespielbar und den bespielen die. Ja. Und dann gibt es einen neuen Raum und der wird dann nochmal so bespielt. Und ich glaube, diese Unmittelbarkeit, also dieses so einfach das nehmen, was da ist, da ist der Stuhl, da ist jemand, guckt mich an, wie guckt ihr mich an, ist die irgendwie, das ist schön zu sehen. Und das ist ja oft, also ich bin auch nur so gut wie mein Gegenüber. Also dementsprechend hilft dir das, gerade bei so jemand wie bei Jule oder so, hilft dir das sehr. Weil dann, es fügt sich halt, ne? Also außer ich verhaspel mich jetzt oder ich triff meine Marke nicht oder weiß wieder nicht irgendwie, wie ich heiße oder sowas. Aber ansonsten ist das nur förderlich. Auch in der Selbstverständlichkeit, in meinem Fall als Vater ihr gegenüber zu stehen. Oh, Abbruch. Müssen wir einen nochmal machen. Also, weil du bist doch ein Mindy-Mädchen. Du kannst doch besser werden. Jetzt hast du alles nochmal von vorne. Also diese Unmittelbarkeit, ja? Nicht durcheinander. Ich bin ganz unsicher. Nein, nein, nein. Ist alles gut. Habt ihr den Ton gefunden? Ja. Es gibt. Ja, gut. Es gibt. Wir haben nämlich nur noch einen. Okay. Es gibt diese tolle Szene, in der Toms... Ja, komm. Wir haben eine Minute, machen wir. Machen wir Tür zu? Sekunde? Nee, da geht die Lüftung an. Fangen wir alles noch. Ach so, oh. Dann einfach draußen die Leute zusammenschreien. Jetzt kommen ganz viele YouTuber zu den Pressetagen. YouTuber. Ja, Ede. New Brave New World. Das ist verrückt. Bei uns in der Schweiz ist das doch nicht so dick. Nein? Nein. Wie bitte? Lorenzo. Oh. Ja, der ist dann da. Okay. Noch die letzte Frage. Ja, alles gut.
Im Film fährt Tom mit seinem Motorrad in einen Heuhaufen und dann sagt sein Vater gleich, er soll das nicht mehr tun. Kennt ihr auch etwas von eurer Jugend, das ihr gemacht habt und heute euren Kindern sagt, nein, das ist tabu? Du kannst das beantworten, dein Mädchen ist ja schon sehr groß. Ich werde den Teufel tun. Die Sendung ist, wäre dann nicht jugendfrei. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist nicht jugendfrei. Ich glaube, in dem Dilemma steckst du ab der ersten Sekunde, wo du Mutter oder Vater wirst. Ich glaube, ja. Das ist dieser seltsame Anspruch und diese Hoffnung, das sind ja zwei Sachen. Die ist immer die Hoffnung, oh Gott, lass die bitte nicht gleichen Fehler machen, die du selbst gemacht hast. Und das andere sind natürlich Dinge, da wird mir teilweise immer noch heiß und kalt, wenn ich mich dran zurückerinnere. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwas, was man als Teenager gemacht hat, sogar als Kind, ja. Aber das war auch ganz wichtig. Ich bin halt nicht vom Baum gefallen. Ich bin halt von irgendwelchen Brücken gesprungen, was Gott sei Dank weiß ich nicht davon, ob das meine Tochter nicht auch gemacht hat. Ich weiß, einige Sachen hat sie auch sehr wohl gemacht, wissend, dass sie das von mir fernhalten sollte. Ist ja alles gut gegangen. Aber ich glaube, in diesem Zwist steckst du die ganze Zeit. Also da könnte ich unendlich viel erzählen. Also von Bäumen, Brücken, anderen Sachen, die dann später noch kommen, wo jeder muss so seine Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das ist das Allerschwerste, als Eltern das zu akzeptieren und das loszulassen. Weil wenn man das nicht tut, dann das danken einem die Kinder garantiert nicht. Das muss ich meinen Eltern zugutehalten. Das haben sie mir immer bis zum gewissen Grad absolut auch wissentlich zugestanden. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Nein, doch, du wolltest was sagen. Ich wollte gar nicht doch, sagen. Nein, du wolltest sagen. Ich bin ganz deiner Meinung. Damals, als du nackt mit dem Motorrad durch Berlin gefahren bist.